Kräfte nähern sich. Diesen Black Friday können Sie ausschlafen. Aus der ganzen Region strömen an diesem Tag. Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen. Über 9000 Geschäfte in der Wechseln ab Freitag waren für viele Millionen Dollar Fahrgeld. Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits begonnen. Scheint es sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache, die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solch... Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten... Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei... Keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier ist Kriegsgebiet. Die Pocken sind eine echte Gefahr. Mehr Tote als durch AIDS oder Ebola. Dass es nicht genügend Impfstoff gibt, um alle... Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massengrab umgewandelt. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Bränden. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und Mehrheit unserer Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Intelligence System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Waffentest erfolgreich. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Sekundärwaffentest erfolgreich. Willkommen an Bord, Agent. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Agent, ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen.
Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Willkommen zurück. Ich bin Rick Velassi und ihr glücklichen Bastarde, hört Wouldn't You Know It? Und wenn ihr zuhört, heißt das, dass ihr echt glückliche Bastarde seid. Ihr habt anscheinend in der Genlotterie gewonnen und könnt euch das grüne Gift nicht einfangen, wie die anderen 95% der Menschheit. Oh nein, ihr habt es gut. Ihr könnt herumsitzen, Bonbons lutschen und zusehen, wie geliebte Menschen dahinsiechen, in einen Müllsack gepackt und in einem Massengrab ohne Grabstein verscharrt werden. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachtzügler. Agentin Fei Lau, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. Gott sei Dank, Sie sind da, Agent. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin Ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Das ist eine Menge los. Das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Hey, das sollten Sie sehen. Respekt für diese Leute. Nein, die Directive 51 ist mehr eine Art geheimer Machtübernahme. Warnung. Verlassen des sicheren Bereichs. Agent, Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Bitte nicht, ich flehe Sie an. Ich habe Familie. Tja, ich nicht. Nicht mehr. Halt schon das Maul! Vermisste Vorratskiste geortet.
markierte Position in der Nähe. Komm schon. Ich sag's doch, da rührt sich nichts. Weil du es falsch machst. Ich mach das. Was? Na schön, du Genie. Dann zeig mal, wie es geht. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Warnung! Feindkräfte nähern sich. Rache ist süß. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Oder eurem Sperrgebiet. Oder wie auch immer ihr es diese Woche nennen wollt. Wir haben nur eine Chance, wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig helfen. Wir sind New Yorker. Und genau das tun wir. Denkt daran, denn wir werden auf die Probe gestellt. Schlimm genug, dass einige Idioten Zeiten wie diese nur für eine goldene Gelegenheit halten, irgendwelchen Kram zu klauen. Und ich meine nicht Essen oder Medikamente. Ich spreche über Dinge, die sie nicht mal brauchen. Wer braucht denn gerade jetzt einen beschissenen Flachbildfernseher? Und es wird noch schlimmer. Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Rick Valassi und Wouldn't You Know It, den beliebtesten Piratensender-Podcast im Drei-Staaten-Gebiet. Vermutlich den einzigen Piratensender-Podcast. Nun, wir haben bereits über die JTF, die Joint Task Force, gesprochen, die aus städtischer Polizei und Ersthelfern besteht. Sie haben... Vermisste Vorratskiste geortet. Wo sind die verdammten Biostatiker? Jeder ist auf sich gestellt. Wer hätte gedacht, dass es so außer Kontrolle gerät? Ha! Hier ist Morphio! Willst du was? Jetzt? Lass den Scheiß, die JTF kann jede Minute hier sein. Wir sterben doch sowieso, Alter. Granate! Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt Ihrer Position. Warnung!
Warnung! Feindkräfte nähern sich! Tut, was zu tun ist! Sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Gute Arbeit, Agent. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Agent, wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Besser Sie als ich? Was auch immer. Thank you.
Präsenz entdeckt. Nur nutzloser Müll. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Endlich, oh, vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Machen Sie weiter mit dem, was Sie tun. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Vielen Dank für all die Leben, die Sie gerettet haben. Kommen Sie doch mal wieder vorbei. Wir haben hier was für Sie. Thank you.
Hey, was darf sein? Fantastische Arbeit, Agent. Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Das Beste im Distrikt. Agent, wir haben gerade einen Notruf aus einem lokalen Polizeirevier erhalten, das wir als Verteilzentrum nutzen. Es wird von Plünderern angegriffen, die offensichtlich Geiseln gegen Medikamente eintauschen wollen. Sie müssen dorthin, die Gefahr ausschalten und alle Geiseln befreien. Sie sind sehr tun. Agent. Bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Warnung. Feinde nähern sich Ihrer Position. Langsam Angst. Lasst sie nicht weg. Schaltet die Feiglinge auf. Wir haben Bewegungen auf dem Dach. Ich glaube, die haben Granaten. Zentrale. Hier Division Command. Wir haben einen Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge sind blockiert. Division, das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen Sie von hinten über das Parkhaus. Verstanden, Agent? Da geht's rein. Los. Wir schlagen uns ganz gut da draußen. Guter Schuss. Wir kämpfen hier nicht gegen Profis. Die Überzahl. Nur die Stärksten überleben, Mann. Die sind nicht organisiert. Schaut zu. Bleibt an. Oh, Vorsicht. Heizt den weiter ein. Warnung. Weitere Feinde im Anmarsch. Mehr von den Vollpfosten. Sie haben ihn. Achtung!
Gegner im Anmarsch. Heiliger Scheiß. Das war ein guter Kampf. Feinde im Anmarsch. Nicht nachlassen. Verliert keine Zeit. Das wird lustig. Gib schon auf. Warnung! Feinde in der Nähe entdeckt! Das ist doch scheiße! Die identifizieren uns! Knipsen wir sie aus! Wir halten sie am Leben! Für Verhandlungen! Tod nutzen sie uns nichts! Zumindest jetzt nicht! Komm schon, komm schon! Hol mich hier raus! Nicht so laut! Mach sie nicht wütend! Sei vernünftig und gib mir Zeit und sie haben. Danke, dass Sie da waren. Ich weiß nicht, wo Sie herkommen, aber ohne Sie werden wir geliefert werden. Danke.
Alarm! Feinde entdeckt! New York ist nicht mehr was, was ich tun soll. Sieh an, sieh an. Glauben die echt, die kommen mit dem Scheiß durch? Warnung! Weitere Feinde im Anmarsch! Diese Mistkerle! Position, kommen noch mehr Probleme! Jetzt schießt! Alarm! Weitere Gegner unterwegs! Kommt schon! Verdammt! Sie sind ein Vorbild für uns alle. Warnung! Feinde in der Nähe entdeckt. Ich sag's dir, das heißt. Ja, vorbei, wenn ihr alle tot seid! Schlag den Abschaum zurück, die Nähe! Ohne sie wäre das ganz anders ausgegangen. Warnung! Weitere Feinde im Anmarsch! Lass den Stick locker! Ich hab was für dich! Strategie, die schlagen wir. Ja.
Sie wäre das ganz anders ausgegangen. Danke, dass Sie hier sind. Sie sind ein Vorbild für uns alle. Für wie leicht entzündlich halten Sie das Ebelskissen? Ausgezeichneter Arbeit, Agent. Brooklyn ist stabilisiert. Manhattan. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir. Wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen. Commander Chang, Ende. Da drüben. Hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry. Wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Willkommen, Agent. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Gute Arbeit, Agent. Da kommt er. Dann los! Der beste Whisky Sour von Manhattan. Bleiben Sie wach! Ich brauche Sie!
Sorry. Wenn wir sie retten. Bleiben Sie wach! Ich brauche Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssten das gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. JTF 6-8 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF 6-8, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Quartiermeister ist Ihr Mann. Sie finden ihn direkt am Tor. Ich brauche eine Trage hier am Dock. Betreten eines sicheren Bereichs. Das ist Bullshit. Wir dürfen Manhattan nicht verlassen. Mein Bruder und seine Familie, die wohnen in den Heights. Ich weiß, das ist... Weißt du, ich verstehe, warum wir dieses Zeug tragen müssen. Aber mal ehrlich, man fühlt sich wie in Traum. Sehen Sie sich das nur an? Vielen Dank für alles. Notfallzentrum.
Captain Benitez hat die Rückeroberung der Grand Central zur Priorität gemacht. Und sie scheinen was auf uns angesehen zu haben. Trauen Sie sich! Was Sie sehen, wird Ihnen gefallen. Mrs. New York City, von Easton Besatz, von Bronx bis Queens, samt all den Schrottkähnen auf See. Von Staten Island bis in den Hintern ab. Ein echter Stadtteil. Hier ist wieder Rick Valencia mit Wooden You Know It. Ich versuche ständig, mir einzureden, dass das alles hier nur paranoide Abstellungen sind. Aber es gelingt mir nicht, New York. Es gelingt mir nicht. Ein sehen Sie doch ab und zu mal rein. Hat mich gebeten, den Namen dieser durch die Directive 51 aktivierten Schleiferzellen herauszufinden. Nach allem, was ich weiß, sind sie so geheim, dass sie sich ein... Die Top-Adresse der Stadt. Sehen Sie her. Was, das muss ich zugeben, durchaus angemessen klingt. Ich meine, ich weiß nicht, was die überhaupt ausrichten sollen. Gerettet haben sie uns jedenfalls nicht, als das grüne Gift zuschlug. Sie sind nur dazu da, dass wir uns fragen, wer von uns eine geheime Schläferzelle ist. Sie bringen uns gegeneinander auf. Das ist das Schöne an diesem supergeheimen Bullshit. Wir verdächtigen uns gegenseitig, während das East Village brennt. Ja, darin scheint die Division ziemlich gut zu sein, Amerika. Oh, du siehst müde aus, Agent. Und ich sag's ja nur ungern, aber es gibt noch so viel zu tun. Also denk dran, Wolle ist bei diesem Wetter besser als Synthetik. Und hör mal, ich habe diesen Funkjob zwar nur wegen meines Ischias bekommen, aber ich werde dich mit allen Infos versorgen, die du brauchst, Schätzchen. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Nähern sich von der Straße aus. Wir sitzen fest. Wo bleibt die Verstärkung? Ich habe einfach keine Leute. Wir haben Verwundete. Wir haben Deserteure. Es gibt... Es wird niemand kommen. Sie sind auf sich gestellt. Mir egal. Schicken Sie irgendwen. Schalten Sie das Funkgerät ab und kommen Sie selbst. Sie brechen durch und wir haben nichts, um Sie aufzuhalten. Wir wissen, dass die Operationsbasis von den Kriminellen belagert wird, die den Madison Square Garden übernommen haben. Wir wissen nicht, wie viele es sind und sie haben wohl keinen Anführer. Aber die JTF ist überlastet. Das muss unsere erste Priorität sein, Agent. Erobern Sie unsere Basis zurück, dann sehen wir weiter.
Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Finger vom Abzug, ich will nur hier durch. Was geht? Sie sehen etwas müde aus. Ich bin keine Gefahr für Sie. Eine einfache Risikogewinner. Granate! Das war ein Schuss. Verfügbare Einheiten zur 24. West und 8. Eine Patrouille wird beschossen. Granate! Feindkräfte nähern sich. Tango ist überall. Tango ist im Arsch. Die kämpfen wie Ratten. Danke für Ihre Hilfe. Gute Arbeit. Wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen. Ich hätte nichts dagegen, Sie immer mit dabei zu haben. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Vielen Dank. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Achtung, Wechsel auf lokale JTF-Frequenzen. Einheit 43, Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! Thank you.
das durchstehen. Zentrale, die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht, die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Sie betreten einen sicheren... Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt.